Der Mond, der Nachbar der Erde, ist einer der geheimnisvollsten Himmelskörper im Sonnensystem. Um eines der größten Rätsel im Universum zu sehen, muss man nur den Mond betrachten. Jahrzehntelang dachte man, dass die meisten seiner Rätsel längst gelöst sind. Neue Untersuchungen legen nun jedoch nahe, dass viele Forschungsergebnisse falsch sein könnten. Was die Entstehung des Monds betrifft, müssen wir wohl umdenken. Zwei Monde am Nachthimmel zu sehen, wäre eine wahre Erleuchtung. Warum ist unser Mond so groß? Wieso sieht er so seltsam aus? Und weshalb ist seine erdzugewandte Seite völlig anders als die Rückseite? Zukunftsweisende Technologie könnte dabei helfen, all diese Fragen zu beantworten. Vielleicht werden schon bald all seine Geheimnisse aufgedeckt. Der Erdmond ist der einzige natürliche Satellit unseres Planeten und der fünftgrößte Mond im Sonnensystem. Bis heute ist es der einzige Himmelskörper außer der Erde, den Menschen betreten haben. Ohne ihn würde es vermutlich kein Leben auf der Erde geben. Der Mond ist seit 4,5 Milliarden Jahren der Begleiter der Erde. Er verursacht Ebbe und Flut, die in engem Zusammenhang mit dem Kreislauf des Lebens stehen. Der Mond ist lebensnotwendig. Er ist nicht nur einfach der Satellit der Erde. Erst durch ihn ist Leben mit den Eigenschaften möglich, die wir kennen. Aber der Mond ist nicht nur von entscheidender Bedeutung für die Erde, er ist auch mehr als ungewöhnlich. Das beginnt mit seiner Größe. Astronomen von fremden Welten wären sicher verwundert, wenn sie ihn sehen könnten. Die anderen großen Planeten haben ganz viele kleine Monde. Wir haben einen riesengroßen Mond im Gegensatz zur Erde. Eigentlich müsste man sagen, das ist ein Doppelplanet, der umeinander kreist. Große Monde, die Gesteinsplaneten umkreisen, sind im Sonnensystem selten. Merkur und Venus haben keine Monde. Der Mars hat zwei, Deimos und Phobos. Sie sind aber hunderte Male kleiner als ihr Planet. Man vermutet, dass sie einst Asteroiden waren, die durch die Gravitation des roten Planeten eingefangen wurden. Der Erdmond ist dagegen ein Sonderling. Sein Durchmesser beträgt fast 3500 Kilometer und seine Masse beläuft sich auf 70 Trilliarden Kilogramm. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen. Da die Erde nur einen etwa viermal größeren Durchmesser hat, hätte sie ihn nicht einfangen können. Wie sind wir dann zu unserem kosmischen Begleiter gekommen? Wissenschaftler nehmen an, dass er sich bei einem außergewöhnlich gewalttätigen Ereignis gebildet hat. Seine Oberfläche weist viele Einschlagkrater auf. Entstanden ist er vielleicht beim allergrößten Einschlag. Eine der gängigsten Theorien zur Entstehung des Mondes wird Kollisionstheorie genannt. Eine der großen Entdeckungen der Apollo-Missionen waren, dass wahrscheinlich der Mond durch eine Kollision entstanden ist, von irgendeinem anderen Planeten mit der Erde. Vor 4,5 Milliarden Jahren war die Erde noch eine heiße Gesteinskugel. Ein anderer Protoplanet, der Taia genannt wird, kam ihr damals viel zu nahe. Er war so groß wie der Mars und streifte sie in einem steilen Winkel mit einer Geschwindigkeit von etwa 42.000 Kilometern pro Stunde. Dabei entstand eine glühende Wolke aus Trümmern. Aus dieser Wolke formte sich dann im Laufe der Zeit eine ultraheiße Gesteinskugel, die schließlich zu unserem Mond wurde.
Ob dieses Szenario tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist allerdings umstritten. Wenn die Kollisionstheorie korrekt ist, müssten wir Beweise finden. Und mögliche Beweise könnten in den mehr als 380 Kilogramm Mondgestein zu finden sein, die die Apollo-Astronauten in den 1960er und 70er Jahren zur Erde gebracht haben. That boulder's gonna roll. Man, that is hard. Just don't stub your toe. Können diese Felsbrocken eine Antwort liefern? It's orange. Trifft die gängige Theorie über die Bildung des Mondes zu? Edward Young ist Geochemiker. Er untersucht eine kostbare Probe des Mondgesteins. Solche Proben bekommen wir vom Johnson Space Center. Sie wiegen nicht mal ein Milligramm, mehr brauchen wir nicht. Diese Probe wurde von den Astronauten der Apollo 16-Mission mitgebracht. Falls die gängige Theorie korrekt ist und Taia mit der Protoerde kollidiert ist, sollte der Mond überwiegend aus Taias Material bestehen. Die chemische Zusammensetzung des Mondes müsste sich also von der der Erde unterscheiden. Young will diese Annahme in seinem Labor überprüfen. Dort steht ihm ein äußerst leistungsfähiges Massenspektrometer zur Verfügung, mit dem sich chemische Elemente analysieren lassen. Young interessiert sich für Sauerstoffspuren im Mondgestein. Jeder Himmelskörper im Sonnensystem weist ein bestimmtes Sauerstoffisotopenverhältnis auf. Wenn der Mond größtenteils aus den Überresten von Taia besteht, sollte sich seines von dem der Erde leicht unterscheiden. Ein Kollege von Young bereitet einen Laser vor. Mit ihm wird eine Probe geschmolzen, die mit einer Chemikalie in der Kammer reagiert. Dadurch wird Sauerstoff freigesetzt. Die wenigsten wissen, dass Gestein zu 90 Volumenprozent aus Sauerstoff besteht, was in etwa die Hälfte des Gewichts ausmacht. Wenn wir also eine Probe mit dem Laser erhitzen und schmelzen, wird am Ende Sauerstoff frei, den wir analysieren können. Das Verhältnis der Sauerstoffisotopen ist ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal, ein chemischer Fingerabdruck des Gesteins. Der Geochemiker vergleicht den Fingerabdruck des Mondgesteins mit dem der Erde. Auf diesem Diagramm sehen wir die Ergebnisse der beiden Gesteinsproben. Und auf dieser Achse können wir den jeweiligen Sauerstofffingerabdruck der Himmelskörper ablesen. Falls nach der Kollision mit Taia mehr von dessen Materie im Mond als in der Erde zurückblieb, müssten wir eine Verschiebung erkennen. Aber unsere Untersuchungen lassen keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Erd- und den Mondproben erkennen. Das ist ein überraschendes Ergebnis. Der Mond und die Erde haben also nahezu identische chemische Fingerabdrücke. Und das widerspricht den gängigen Theorien zur Entstehung des Mondes. Das Objekt Taia kollidiert mit einem anderen, mit der Erde. Das Resultat sind zwei Objekte, die Erde und der Mond. Die wiederum sind eine Mischung aus der Erde und Taia. Das Problem ist, dass es keine Beweise für Taia gibt. Falls ein Himmelskörper mit der Erde zusammengestoßen ist und der Mond das Ergebnis dieser Kollision war, müssten sich die chemischen Fingerabdrücke unterscheiden. Aber sie sind nahezu identisch. Dass es fast dieselben sind, ist ein echtes Problem. Ein Vergleich. Zwei Autos stoßen zusammen. Am Unfallort ist aber nur eines zu sehen. Wo ist das andere abgeblieben? Ist also die Kollisionstheorie der Mondentstehung völlig falsch? Oder muss sie nur überarbeitet werden? Ein
eine Wissenschaftlerin ist der Meinung, dass sie eine Antwort auf diese Frage hat. Sarah Stewarts Forschungen sind ein neuer Ansatz, um dieses Problem zu lösen. Es ist unvergleichlich, auf etwas absolut Neues zu stoßen, woran noch niemand gedacht hat, das aber ein großes Problem löst. Die Planetologin ist der festen Überzeugung, dass die Kollisionstheorie an sich korrekt ist, bis auf einen ausschlaggebenden Unterschied. Ihr zufolge hat Taya die junge Erde nicht nur gestreift, sondern krachte mitten in sie hinein. Durch die Energie dieses Zusammenpralls sind beide Himmelskörper teilweise geschmolzen und teilweise verdampft. Dadurch bildete sich eine ringförmige Wolke aus gasförmigem Gestein und superheißen Gesteinsbrocken. Die äußeren Bereiche dieser Synestia genannten Wolke kühlten schnell ab. Es kondensierten Gesteinströpfchen, aus denen sich Klumpen bildeten. Im Laufe von wenigen Jahrzehnten wurde die Synestia immer kleiner, weil mehr und mehr Material miteinander verschmolzen ist. Schließlich bildeten sich der Mond und eine neue Erde, weshalb beide aus demselben Material bestehen. Einige Wissenschaftler glauben, dass sich nach der Kollision zweier Himmelskörper ein gewaltiger Donut aus verdampftem Gestein bildet. Und aus diesem gasförmigen Donut wurden zwei Gesteinsobjekte. Eines davon war die Erde, im Grunde der Überrest der beiden zusammengeprallten Himmelskörper. Und in einiger Entfernung formte sich der Mond. In den Sandia National Laboratories, einer Forschungseinrichtung des US-Energieministeriums, nutzt Sarah Stewart die sogenannte Z-Maschine, um diese Theorie zu überprüfen. Die Z-Maschine ist die größte künstliche Röntgenquelle der Welt. Mit ihr werden Versuche unter hohem Druck und extremen Temperaturverhältnissen durchgeführt. Ursprünglich wurde sie gebaut, um die Physik von Atomwaffen zu studieren. Sarah Stewart setzt die Maschine ein, um zu beweisen, dass ihre Einschlagstheorie korrekt ist. In dieser Kammer ahmen wir die Bildung von Planeten nach. Dabei setzen wir hohe Energiemengen ein. Und die Kammer soll die Überreste der Explosion in Schach halten. Wir brauchen ungefähr einen Tag für den Versuchsaufbau. Im Moment installieren unsere Techniker die Messinstrumente für das Experiment. Die Z-Maschine ist mit mehr als 2000 elektrischen Kondensatoren ausgestattet. Sie fungieren als Batterien der Anlage, die mit Unmengen von Energie aufgeladen werden. Bei der Aktivierung der Z-Maschine wird diese Energie in einer 100-Milliardstel Sekunde freigesetzt, wobei eine Leistung von 50 Billionen Watt generiert wird. Das sind sogenannte Marx-Generatoren, die aufgeladen werden. Die elektrische Ladung wird dann in den Zentralbereich geleitet. Die Geräte dienen als Kondensator, als Speicher der Ladung. Die Stromkabel der Z-Maschine befinden sich in einem Becken mit 1 Million Litern Öl und 2 Millionen Litern entionisiertem Wasser. Das dient als elektrischer Isolator, um einen katastrophalen Kurzschluss zu vermeiden. Dadurch wird Funkenbildung vermieden. Wenn die Ladung freigesetzt wird, erzeugt der Stromfluss ein Magnetfeld in einem Zylinder, der dann einen kurzen, intensiven Röntgenpuls ins Ziel sendet. Das befindet sich auch in der Flüssigkeit. Wir müssen sogar Taucher einsetzen, um etwaige Luftblasen zu beseitigen, die ebenfalls Funkenbildung bei der Aktivierung zur Folge haben könnten. Sarah Stewart bereitet ihr Versuchsmaterial vor und misst die Stelle aus, an der es verdampfen soll. Die Erde ist eine winzige Gesteinsprobe, die an einem Testblock befestigt wird. Taya dagegen ist eine kleine Metallplatte. Das hier trifft auf das Ziel, was eine Schockwelle erzeugt, die durch unsere Erde strömt.
Dann messen wir, wann das Material zu verdampfen beginnt. Der erzeugte elektrische Impuls ist 1000 Mal stärker als der eines Blitzschlags. Der Versuch kann beginnen. Durch die Kraft der elektrischen Energie werden die Zielobjekte mit mehr als 100-facher Schallgeschwindigkeit getroffen. Das dadurch erzeugte Mini-Erdbeben erschüttert das gesamte Gebäude. Bestätigt der Versuch Sarah Stewarts Einschlagstheorie? Falls nicht, wäre es dann denkbar, dass der wahre Ursprung des Mondes auf seiner dunklen Seite zu finden ist? Das Ergebnis des Versuchs zeigt, dass 20-30% der Erde verdampften. Das ist genug, damit sich die Synestia, wie prognostiziert, bildet. Die Kollision zwischen Taia und der Erde könnte also eine Synestia, eine wirbelnde Wolke aus verdampftem Gestein, verursacht haben. In dieser Wolke formte sich dann der Mond, was die chemischen Ähnlichkeiten zwischen Erde und Mond erklären würde. Die Synestia-Hypothese besagt, dass nach dem Einschlag kein Gestein die Erde umkreiste. Die Erde verdampfte stattdessen. Und danach bildete sich diese donutförmige Wolke. Das würde das Problem lösen, weil sowohl das Erdgestein als auch das vom Mond aus derselben Trümmerwolke stammt. Die relativ neue Synestia-Hypothese würde auch ein weiteres Problem lösen, das der Mond den Wissenschaftlern stellt. Seit den Mondlandungen weiß man, dass das Mondgestein seltsamerweise nur geringe Mengen an bestimmten Elementen aufweist, wie Natrium und Kalium. Auf Planeten wie der Erde oder dem Mars herrscht kein Mangel an diesen sogenannten Alkalimetallen. Warum dann auf dem Mond? Erde und Mond sind chemisch fast identisch, aber nur fast. Dass auf dem Mond weniger Natrium und Kalium vorkommt, würde man so nicht erwarten. Die Geowissenschaftlerin Catherine Macris meint, dass die Synestia-Hypothese diese jahrzehntealten Rätsel lösen könnte. Ich finde es toll, meinen eigenen Mond zu erschaffen. Die Wissenschaftlerin vermutet, dass die Erde aufgrund einer bestimmten Eigenschaft der Synestia-Wolke das Natrium und Kalium des Mondes stehlen konnte. Das hängt mit der Temperatur zusammen und mit der Reihenfolge, in der sich Erde und Mond gebildet haben. Inmitten der wirbelnden Wolke entstand zuerst der Mond. Seine zunehmende Schwerkraft saugte mehr und mehr superheißes geschmolzenes Gesteinsmaterial an. Dadurch erhitzte sich die Oberfläche des jungen Mondes so sehr, dass die beiden Elemente verdampften und in einer Art Kondensstreifen zur Synestia-Wolke drifteten. Diese kühlte langsam ab und wurde dabei kleiner, bis sich schließlich auch die Erde formte, mit dem Natrium und Kalium des Mondes. Catherine Macris will die damaligen Verhältnisse in einem Experiment nachbilden. Sie möchte herausfinden, welche Auswirkungen die hohe Temperatur auf die chemische Zusammensetzung hat. Wir haben einen Kohlendioxidlaser mit 400 Watt. Er ist groß und leistungsstark. Der Laserstrahl ist nach oben gerichtet und wird mit Spiegeln oder Linsen nach unten geleitet. Dann schießt er direkt in eine Kammer. In dieser Metallkammer befindet sich ein Mini-Mond, dessen Chemie der des jungen Mondes ähneln soll. Wenn er schmilzt, wird aus ihm eine winzige Magmakugel, die schwebt und sich dreht.
In der Schwebe gehalten wird der Minimond von einem Gasstrahl. Und mit dem Laser wird er erhitzt. Mit steigender Temperatur beginnt der Mond zu glühen. Man sieht, dass er heißer wird. Bei 2000 Grad ist die Temperatur erreicht, die vermutlich in den äußeren Bereichen der Synestia-Wolke geherrscht hat. Und bei dieser Temperatur strömt ein Gasstrahl aus der Oberfläche des Minimondes. Die Wissenschaftlerin glaubt, dass er die beiden Elemente enthält, die dem heutigen Mond weitgehend fehlen. Zu Beginn war er dunkelbraun, dann änderte sich seine Farbe. Im Moment ist er blassgelb und er ist auch kleiner geworden. Nach dieser Laserbehandlung hat sich die chemische Zusammensetzung des Minimondes verändert. Er enthält nun tatsächlich weniger Natrium und Kalium. Die rote Linie steht für Kalium, die blaue für Natrium. Es ist zu erkennen, dass bei längerer Erhitzung immer mehr Material verdampft. Nach der Erhitzung ist der Gehalt dieser Elemente in unserem Mond also niedriger. Es ist eine verblüffende Idee, dass der Mond vor der Erde entstanden ist. Er bildete sich in den äußeren Bereichen der Wolke vielleicht 1000 Jahre vor unserem Planeten. Dann waren die Verhältnisse im Inneren der Wolke nicht mehr so extrem. Die Bildungszeit der beiden Himmelskörper in der Synestia-Wolke unterschied sich also leicht. Weil es den Mond früher gab als die Erde, wäre es möglich, dass die Erde das Natrium und Kalium vom Mond stibitzt hat. Womit die chemischen Unterschiede erklärt wären. Falls sich die Synestia-Hypothese bewahrheitet, könnten einige der Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, die die Forscher beschäftigen. Allerdings gibt es noch ungeklärte Fragen, was die Oberfläche des Erdtrabanten betrifft. Beispielsweise die dunklen Flächen auf seiner erdzugewandten Seite. Derartige Flecke sind im Sonnensystem nur auf dem Mond zu finden. Was sind sie und wie könnten sie entstanden sein? Und wäre es sogar möglich, dass einst zwei Monde die Erde umkreisten? Zwei Monde am Nachthimmel zu sehen, wäre eine wahre Erleuchtung. Die Geschichte der Entstehung des Mondes muss also vielleicht neu geschrieben werden. Aber ein Rätsel bleibt ungelöst. Wie ist der Mann im Mond entstanden, der von den dunklen Stellen auf seiner Oberfläche gebildet wird? Und warum wurden solche Flecke bislang nur auf dem Erdtrabanten entdeckt? Beim Sonnensystem fallen den meisten zuerst die acht Planeten ein. Aber manche dieser Planeten haben viele Monde, die zu den faszinierendsten Objekten im Sonnensystem zählen. Da wäre Jupiters Io, ein wahrhaft höllischer Ort. Oder Saturns Enceladus mit wunderschönen Wassereisfontänen. Und Saturns Titan mit Regen aus flüssigem Methan. Dann wäre da noch unser einzigartiger Mond. So etwas wie den Mann im Mond gibt es nirgendwo sonst im Sonnensystem. Noch ungewöhnlicher als diese Figur auf der Mondscheibe ist die dunkle, die erdabgewandte Seite unseres Trabanten. Diese dunklen Kleckse sind nur auf der erdzugewandten Seite zu sehen, nicht auf der anderen. Es gibt große Unterschiede zwischen den beiden Seiten. Und das ist sonderbar. Noah Petrow arbeitet am Goddard Space Flight Center der NASA. Er hat seine wissenschaftliche Karriere der Erforschung der Geheimnisse des Mondes gewidmet. Petrow ist Projektwissenschaftler der Lunar Reconnaissance Orbiter Mission.
Dabei handelt es sich um eine NASA-Sonde, die 2009 zum Mond gestartet ist. Seitdem umrundet sie den Erdtrabanten und kartiert die Mondoberfläche. Der Forscher will mit Daten der Sonde klären, wie der Mann im Mond entstanden ist. Hier können wir mitverfolgen, was die Mondsonde gerade aufnimmt. Das wird auf diesem Display angezeigt. Im Moment hat sie sich so weit wie möglich dem Südpol angenähert. Sie ist nur 2 Grad von ihm entfernt. Und gleich wird sie auf der erdabgewandten Seite des Mondes sein. Die Sonde ist mit Instrumenten ausgerüstet, mit denen Infrarotscans durchgeführt werden können. Infrarotstrahlung ist für menschliche Augen unsichtbar. Die Scans zeigen, dass der Mann im Mond aus eisenhaltigem Gestein besteht. Deshalb unterscheiden sich die Flecke von der ansonsten hellen Mondkruste. Die roten und orangen Bereiche sind stark eisenhaltig. Die blauen haben wenig oder gar kein Eisen. Bei den stark eisenhaltigen Stellen handelt es sich um das Vulkangestein Basalt, was die Untersuchungen bestätigt, die während der Apollo-Missionen durchgeführt wurden. Auf der erdzugewandten Seite sind große Becken mit Vulkangestein zu finden. Sie bedecken einen Großteil dieser Seite. Aus den aktivsten Vulkanen der Erde strömt eisenreiche Lava. Und die dunklen Stellen auf der Mondoberfläche sind auf ähnliche Weise entstanden. Doch unterscheiden sie sich in ihren Ausmaßen. Einige dieser Lavaströme sind größer als so manches Land. Die Frage ist, warum über einen Zeitraum von hunderten Millionen Jahren eine Seite des Mondes in Flammen stand, während die andere fast unbeschadet davonkam. Wenn man zum Mond schaut, fallen einem vor allem die dunklen Bereiche auf. Es sind Ebenen aus dunklerem Lavagestein. Es handelt sich um verhärtete Lava, die vor 4 Milliarden Jahren aus dem Mondinneren nach oben kam. Warum sie vor allem auf der erdzugewandten Seite vorkommt, ist ein echtes Rätsel. Diese großen Lavabecken haben einen Durchmesser von hunderten Kilometern. Es ist unklar, wie sie sich gebildet haben. Peter Schulz beschäftigt sich mit den geologischen Narben des Mondes, um mehr herauszufinden. Schon als Kind habe ich den Mond mit meinem Fernrohr beobachtet. Ich habe nicht verstanden, warum es dort so viele Krater gibt. Er hält es für möglich, dass eine Kollision mit einem Asteroiden die Ursache für die großen Lavaebenen auf der erdzugewandten Seite ist. Um diese Theorie zu bestätigen, visiert er den Mond mit einer der größten Kanonen der NASA an. Hier werden wir ein Projektil mit 22-facher Schallgeschwindigkeit abfeuern. Dafür setzen wir Gas und Schießpulver ein. Letzteres explodiert und drückt einen Kolben nach unten. Dabei wird Wasserstoffgas komprimiert bis zu einem Druck 1 Million Mal höher als der Luftdruck. Dadurch wird das Projektil durch eine Röhre in eine Kammer geleitet. Und dann geschieht das Wunder. Schulz ist der Meinung, dass bei einem Asteroideneinschlag eine Seite des Mondes derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass Vulkanströme nahezu ungehindert fließen konnten. Aber der Asteroid hätte riesig sein müssen. Der Planetologe glaubt, Beweise für seine Theorie gefunden zu haben. Allerdings befinden sich die auf der falschen Seite des Erdtrabanten. Das ist die erdzugewandte Seite des Mondes mit den Lavaebenen. Es gibt nicht sehr viele Krater. Aber heute wissen wir von einem gewaltigen Einschlag auf seiner Rückseite. Das ist das Südpol-Aitken-Becken, dessen Durchmesser größer ist als der Radius des Mondes.
Das Südpol-Aitken-Becken hat einen Durchmesser von ca. 2500 Kilometern und ist etwa 12 Kilometer tief. Womit es der größte Einschlagkrater auf dem Mond ist und einer der größten im Sonnensystem. Schulz versucht zu ermitteln, ob der Asteroid, der dort auf den Mond geprallt ist, auch auf der anderen Seite großen Schaden verursacht haben könnte. Mit der Ames-Kanone will er die Entstehung des riesigen Beckens nachbilden. Das ist unser Zielobjekt und unser Geschoss ist eine kleine Kugel. Wir setzen sie auf einen Golftee und feuern sie mit hoher Geschwindigkeit ab. Die Kanone wird zunächst mit 100 Gramm Schwarzpulver geladen. Dann wird der Ersatzmond in Stellung gebracht. Wenn genügend Luft aus der Versuchskammer gesaugt wurde, um die Verhältnisse auf dem Mond nachzustellen, kann gefeuert werden. Die Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera zeigen die genauen Abläufe. Der Einschlag am Boden des Zielobjekts erzeugt eine Schock- oder Stoßwelle, die sich durch die große Kugel ausbreitet. Und dort, wo die Wellenfronten zusammenlaufen, zersplittert sie. Das Projektil schlägt hier ein. Und die Stoßwelle breitet sich ins Innere der Kugel aus. Auf der anderen Seite ist nichts zu erkennen. Alles läuft im Inneren ab. Jetzt wird die Stoßwelle schwächer und dann bildet sich ein Riss, der sich bis ganz nach oben hinzieht. Schulz glaubt, dass diese Stoßwelle von entscheidender Bedeutung ist. Mit ihr lässt sich erklären, warum ein gewaltiger Einschlag auf der einen Seite des Mondes zu Rissen auf der anderen führen kann. Hier ist der Beginn der Stoßwelle, die sich dann ausgebreitet hat und den ganzen Schaden im Inneren verursachte. Die Stoßrichtung verlief von innen nach außen und ein Teil der anderen Seite wurde weggesprengt. Doch allein mit dem Südpol-Aitken-Einschlag lässt sich das Rätsel um den Mann im Mond nicht klären. Denn für die Lavaströme war ein weiteres kosmisches Ereignis notwendig. Vor 4,3 Milliarden Jahren schlug ein Asteroid auf der erdabgewandten Seite ein. Die dadurch verursachten Stoßwellen breiteten sich aus. Und dort, wo sie zusammentrafen, bildeten sich Risse. Doch sein wahres Gesicht hatte der Mann im Mond noch nicht gezeigt. Ein paar hundert Millionen Jahre später prasselten Asteroiden auf den Mond. Dadurch wurde die ohnehin schon geschädigte Mondkruste weiter geschwächt und gewaltige Lavaströme breiteten sich auf der Oberfläche aus. Nachdem sie sich abgekühlt und verfestigt hatten, bildete sich das Mondgesicht aus dunklem Basaltgestein. Nur wegen der Kollisionen haben wir einen Mond. Wir nehmen an, dass er sich nach einer gewaltigen Kollision gebildet hat. Und ohne die vielen Einschläge würde er gewiss völlig anders aussehen. Die Rätsel der erdzugewandten Seite scheinen also gelöst zu sein. Aber wie sieht es mit der anderen Seite aus? Die Rückseite ist faszinierender, weil wir sie nicht direkt sehen können. Menschen reden immer von der dunklen Seite des Mondes. Aber eigentlich gibt es nur die Rückseite des Mondes, weil der Mond uns immer dasselbe Gesicht zuwendet. Und die Rückseite vom Mond können wir nie sehen. Erst in den späten 1950er Jahren konnte die erdabgewandte Seite des Erdtrabanten zum ersten Mal betrachtet werden.
Zwar landeten die Amerikaner als Erste auf dem Mond, aber die Sowjets hatten ihn schon lange vorher recht gründlich untersucht. Sie schickten eine Sonde zur erdabgewandten Seite und stießen auf etwas wirklich Sonderbares. Im deutlichen Gegensatz zu den Ebenen der erdzugewandten Seite ist die Rückseite zerklüftet und gebirgig. Sie wirkt fremd auf uns. Die beiden Seiten unterscheiden sich stark. Das kann man nicht übersehen. Daten der Grail-Mondmission der NASA deckten etwas auf, das noch erstaunlicher erscheint. Auf den Ebenen der erdzugewandten Seite reicht die Mondkruste bis in Tiefen von etwa 25 Kilometern. Doch auf der gebirgigen, dunklen Seite ist sie bis zu 2,5-mal dicker. Das heißt, dass sich der Mond in einem Ungleichgewicht befindet. Eine Erkenntnis, die weitere Rätsel aufgibt. Wie sind die Berge dort entstanden und warum hat sich eine solch dicke Kruste ausgebildet? Herauszufinden, dass sich die Mondkruste auf der Rückseite so deutlich von der auf der Vorderseite unterscheidet, war eine klasse Entdeckung. Allerdings fragt man sich, warum das so ist. Hängt das mit der Entstehung des Mondes zusammen oder mit späteren Ereignissen? Was kapieren wir hier nicht? Zunächst hört sich das nicht sehr dramatisch an. Aber für uns Wissenschaftler war es verblüffend. Wir wissen nämlich nicht, wie sich ein Objekt auf diese Weise bilden kann. Die Schwerkraft müsste eigentlich alles symmetrisch ausrichten. Deshalb ist das ein Problem. Eric Aspark ist Planetengeologe. Er ist der Meinung, dass er das Rätsel um den mysteriösen Unterschied lösen kann. Und zwar mit Hilfe eines Kometen. Das ist der Komet 67P. Er setzt sich aus zwei Körpern zusammen, die einst kollidiert sind. Das ist die Halsregion. Und hier sind Kopf und Rumpf. Das Objekt hat viele Schichten. Der Komet 67P oder Churyumov-Gerasimenko besteht also aus zwei Körpern. Könnte das bedeuten, dass auch der Mond eine Verschmelzung aus zwei Objekten ist? Aspargs Theorie lautet folgendermaßen: Mehrere 10 Millionen Jahre lang wurde die Erde von zwei Monden umkreist: von einem größeren und von dessen kleinerem Geschwister. Er glaubt, dass die beiden miteinander verschmolzen sind. Und das erklärt die dickere Kruste auf der erdabgewandten Seite des heutigen Mondes. Doch warum wurden die beiden bei dieser Kollision nicht zerstört? Der Planetologe nutzte spezielle Computersimulationen, die auf Numerik basieren, einem Teilgebiet der Mathematik. Wir können uns Folgendes vorstellen. In unserer Simulation haben wir zwei Objekte verwendet, die die Erde im selben Orbit umkreisen und dann zusammenprallen. Wegen der relativ niedrigen Geschwindigkeit herrschten ungewöhnliche physikalische Bedingungen. Man kann sich das Ganze als gigantischen Bergrutsch vorstellen. Aspark nimmt an, dass die beiden Monde mit nur einem Zehntel der Geschwindigkeit einer typischen Asteroidenkollision aufeinandergeprallt sind. Deshalb hat das kleinere Geschwister beim Einschlag keinen Krater verursacht, sondern wurde so flach wie ein Pfannkuchen und wölbte sich über eine Seite des größeren Mondes. Das würde die ungewöhnlich dicke Kruste der Rückseite des Erdtrabanten erklären. Sollte diese Theorie korrekt sein, ist sie also der Überrest des zweiten Mondes der Erde. Aber
Hatte die Erde tatsächlich einen zweiten Mond? Espok geht davon aus, dass er sich aus den Überresten derselben Kollision gebildet hat, bei der der heutige Mond entstanden ist. Der Grundgedanke vom Ursprung des Erdmondes ist folgender. Zunächst wäre da die Protoerde. Und dann gab es einen Planeten, der in etwa die Größe des Mars hatte. Und der ist mit der Erde zusammengestoßen. Das Ergebnis dieses recht heftigen Ereignisses war dann der Mond. In entsprechenden Simulationen gab es meistens mehrere kleine Monde, die alle in einer Umlaufbahn waren. Und einer wuchs als erster und schneller als die anderen. Letztendlich wurde das System instabil und die kleineren Monde kollidierten mit dem großen. Das ist unser Szenario für die gebirgige Rückseite des Mondes. Das muss man sich mal vorstellen, wir hatten zwei Monde am Anfang der Entstehung der Erde. Es wäre fantastisch, mit einer Zeitmaschine zurückzureisen und die Erde zu sehen, als sie 100 oder 150 Millionen Jahre alt war. Dann würden wir einen großen Mond betrachten können und einen kleinen, der irgendwann in den größeren kracht. Es wäre der reine Wahnsinn, das am Himmel beobachten zu können. Das Wort Kollision assoziiert man mit einem dramatischen Ereignis, das aber schnell vorbei ist. Wenn sich der Mond aber tatsächlich mit seiner Schwerkraft den kleineren geschnappt hat, hätte das wohl relativ lange gedauert. Man stelle sich vor, zwei Monde am Nachthimmel zu sehen, die die Erde in derselben Richtung umkreisen. Wie cool wäre das denn? Die neuesten Forschungen haben dem Mond wohl einige seiner Geheimnisse entlockt. Das von seiner nicht gerade sanften Geburt und auch einen Teil seiner turbulenten Geschichte. Langsam verstehen wir die Entstehung des Mondes besser. Die eigentliche Seele der Wissenschaft sind für mich Dinge, die weiterhin ein Rätsel sind. Und ein unübersehbarer Himmelskörper in unserer direkten Nachbarschaft zählt zu den größten Geheimnissen im gesamten Universum. Es kommt sehr selten vor, dass mit einer großen Idee alles erklärt werden kann, also entstehen neue Ideen. Nun haben wir ein differenzierteres Verständnis vom Mond. Aber es gibt vieles, was wir noch nicht erklären können. Er entstand, als ein marsgroßer Planet auf die Erde prallte. Dann fiel sein Geschwistermond auf seine Oberfläche, wodurch die gebirgige Rückseite entstand. Und ein gewaltiger Asteroideneinschlag war die Geburt des Mannes im Mond. Der Mond wird uns auch in Zukunft noch viele spannende Geschichten erzählen.